Hi, ich bin der Günther, ich war's euer Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Undertale. Nachdem ich im letzten Part eventuell minimale Probleme bei Metaton hatte, Grüße gehen raus an dich, fick dich, bin ich jetzt in Eskors Schloss. Heute weiß ich weiß genau, wann ich den Part beenden werde, denn es wird kein einziger Kampf kommen, wenn alles läuft wie geplant. Heute wird ein sehr storywichtiger Part und auch wenn ich im letzten Part noch gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich den Endboss schaffen soll, wenn ich beim Metaton schon ein Problem habe. Ich habe noch mal ein bisschen nachgedacht. Metaton hatte seine Attacken mit dem gelben Herz und scheiß Mikrofon fallen nicht um. Und ich hatte ja Probleme damit, gleichzeitig mit den Pfeiltasten und Enter zu agieren. Aber ich hätte gerne ein neues Mikrofon. Aber Metaton ist der einzige Boss, der diese Attacken hat. Deswegen bin ich optimistisch, dass ich hier noch was schaffen kann. Der Aufzug wird gerade benutzt. Und hier ist eine Stadt. Eine sehr große. Hier geht es nach oben. Es sieht gar nicht billig aus, die Umgebung. Nein, nein. Leute, guckt euch diesen Ort an. New Home. Und dazu diese Musik, ne? Das ist Toriels Haus. Eine goldene Blume. Und hier an dieser Stelle. Es wird gleich eine lange Story auf Englisch erzählt. Und damit ich das hier richtig eingeplant krieg, werdet ihr nun erstmal auf Deutsch das Ganze hier eingeblendet bekommen. Vor langer Zeit fiel ein Mensch in den Untergrund hinab. Er war verletzt und rief um Hilfe. Der Sohn des Königs und der Königin hörte seinen Ruf. Er hieß Asriel. Er fand den Menschen und brachte ihn zum Schloss. Mit der Zeit wurden sie beste Freunde, fast wie Zwillinge. Und der König und die Königin hüteten das Menschenkind, als wäre es ihr eigenes. Eines Tages jedoch wurde es schwer krank. Es hatte nur noch einen Wunsch. Es wollte die Blumen aus seinem Dorf wiedersehen. Am nächsten Tag starb dieses Kind. Asriel absorbierte die Seele des Menschen und nahm seinen Körper. Er überquerte die Barriere und ging mit dem Körper in das Dorf der Menschen. Dort war ein goldenes Bett aus Blumen. Dort legte er den Menschen hin. Doch die anderen Menschen des Dorfes sahen, was er tat und dachten, Asriel hätte das Kind umgebracht. Jetzt habe ich ein Blackout. Gott. Ah ja, er wurde schwer verletzt. Doch ich best aufschneide, kommt das rein. Er wurde schwer verwundet, aber obwohl er die Macht hatte, sie alle zu zerstören, da er durch die Menschenseele ein fast unsterbliches Wesen wurde, bekämpfte er sie nicht. Er ging einfach weg. Als er wieder im Schloss ankam, brach er zusammen. Er starb ebenfalls und sein Staub verteilte sich über den gesamten Garten, über das gesamte Blumenbeet. Der König, King Asgore, wurde darüber so wütend, dass die Menschen Monstern erneut all ihre Hoffnung genommen hatten, dass er dafür sorgte, dass alle Menschen, die absolut vor dem Untergrund fielen,
getötet wurden, damit sie Barriere endgültig zerstören könnten und somit frei sein könnten. Esker wollte die gesamte Menschheit zerstören, aber seine Frau hieß das nicht und verließ ihn, um dafür zu sorgen, dass nie ein Mensch zu ihm kommen würde. A long time ago, a human fell into the ruins. Injured by its fall, the human called out for help. There are some white fur stuck. Fellzeug. Voller Schnecken. Viele zerknüllte Rezepte für Butterscotch Pie. Ezreal, the king's son, heard the human's call. He brought the human back to the castle. Geschenke. Ein Herzanhänger. In meinem überfüllten Inventar. Warte, mir fällt gerade was ein. Okay, Leute, das war's mit Undertale. Es gibt vor dem Endboss keine Möglichkeit mehr, wie ich mir gescheit Items holen kann. Ich guck mir nochmal kurz. Ja. Hier lauter goldene Blumen. Raum wird renoviert. Over time, Ezreal and the human became like siblings. The king and queen treated the human child as their own. The underground was full of hope. Das hier ist auch ein Satz. Erinnert ihr euch noch, in Toriels Haus gab es auch einen Spiegel, der ihm einfach nur gesagt hat, dass das man selber ist. Nach allem, was passiert ist, bist das immer noch du selbst. Esgos Tagebuch. Eine Trophäe. Ein Weihnachtsmann-Outfit. Mr. Dead Guy. Ich muss gerade sagen, ich hab lauter von dem Zeug schon gesehen in Comic-Dubs, die ich mir von Undertale gern angucke. Aber ich wusste nie, woher die Ideen kamen. Aber jetzt weiß ich's. Then, one day, the human became very ill. The sick human had only one request, to see the flowers from their village. But there was nothing we could do. The next day, the human died. Ezreal, racked with grief, absorbed the human soul. He transformed into a being with incredible power. With the human soul, Ezreal crossed through the barrier. He carried the human's body into the sunset, back to the village of the humans. Ezreal reached the center of the village.
there he found a bed of golden flowers. He carried the human onto it. Suddenly screams rang out. The villagers saw Ezreal holding the human's body. They thought that he had killed the child. The humans attacked him with everything they had. He was struck with blow after blow. Ezreal had the power to destroy them all. But Ezreal did not fight back. Clutching the human, Ezreal smiled and walked away. Wounded, Ezreal stumbled home. He entered the castle and collapsed. His dust spread across the garden. The kingdom fell into despair. The king and queen had lost 2 children in 1 night. The humans had once again taken everything from us. The king decided it was time to end our suffering. Every human who falls down here must die. With enough souls, we can shatter the barrier forever. It's not long now. King Esko will let us go. King Esko will give us hope. King Esko will save us all. You should be smiling too. Aren't you excited? Aren't you happy? You are going to be free. Das war's. Und ich hab grad echt Angst. Ich muss ohne Items in den finalen Bosskampf. Der letzte Korridor. Heute wird der Part ein bisschen kürzer. Nachdem der letzte so lang war, denke ich, ganz chillig. Oder auch die letzten, eher gesagt, vor allem zum Aufnehmen. Ich hatte ja mal schöne Timelapses drin. Hallo. So you finally made it. The end of your journey is at hand. Ja, das Ende meiner Reise ist da. In a few moments you will meet the king. Together you will determine the future of this world. Ich werde zusammen mit King Asgard die Zukunft dieser Welt entscheiden. That's then. Now you will be judged. Jetzt wird über mich gerichtet. You will be judged for your every action. You will be judged for every XP you earned. Für jeden XP, den man gesammelt hat, wird man jetzt bewertet. Und ich bin Level 1, Leute. 0 XP. Pazifist. What's XP? It's an acronym. It stands for Execution Points. Die Tötungspunkte, wenn man es auf Deutsch übersetzt. A way of quantifying the pain you have inflicted on others. Es ist wirklich ein Maß, wie viel Schmerzen ich anderen zugefügt habe. When you kill someone, your XP increases. When you have enough XP, your love increases. Ja, wenn ich genug Execution Points habe, dann steigt meine Love. Love, too, is an acronym. It stands for Level of Violence. Die Gewaltbereitschaft. A way of measuring someone's capacity to hurt. The more you kill, the easier it becomes to distance yourself. Ja, je mehr man tötet, desto weniger fühlt man dabei, desto gewalttätiger wird man. The more you distance yourself, the less you will hurt. The more easily you can bring yourself to hurt others. Ja, man kann sich leichter dazu bringen, andere zu verletzen. Tja, ich weiß, wer du bist, Sans. Du kannst mir das hier schon alles normal sagen. But you never gained any love, because that doesn't mean you're completely innocent or naive.
just that you kept a certain tenderness in your heart. No matter the struggles or hardships you faced, you strive through to do the right thing. You refuse to hurt, refuse to hurt anyone. Even when you ran away, you did it with a smile. You never gained love, but you gained love. Does that make sense? Maybe not. Now, you are about to face the greatest challenge of your entire journey. Your actions here will determine the fate of the entire world. If you refuse to fight, Esker will take your soul and destroy humanity. But if you kill Esker and go home, monsters will remain trapped underground. What will you do? Well, if I were you, I would have thrown in the towel by now. But you didn't get this far by giving up, did you? That's right. You have something called determination. So as long as you hold on, so as long as you do what's in your heart, I believe you can do the right thing. Alright, we are all counting on you, kid. Good luck. Ich habe niemals jemandem Schmerzen zugefügt. Ich habe immer nur Freude verbreitet. Und jetzt muss ich entweder werde ich Esgon nicht bekämpfen. Dann wird er. Ich gehe übrigens nochmal zurück, um zu gucken, ob ich Items kaufen kann. Entweder wird Esgon mich töten oder ich werde ihn töten. Etwas anderes geht nicht. Und wenn ich ihn töte, werden die Monster für immer hier gefangen sein. Wenn er mich tötet, wird er alle Menschen auslöschen. Und wir werden Esgon noch diese Folge treffen. Kann ich bitte zurück? Ansonsten kann ich wirklich das Spiel abbrechen. Ich bin mir 99,9% sicher, dass ich keine Möglichkeit mehr... Danke. Ja. Und ich stehe nun direkt vor dem Kampf gegen Esgor. Noch ein Glamburger. Ich hasse es nur, dass hier nirgends eine Lagerkiste ist. Deswegen habe ich hier jetzt zwei nutzlose Items. Komm, drop. Ich brauche wirklich, was ich kriegen kann. Das wird kein leichter Kampf. Komm, nimm noch mehr von meinem Geld. Und der Part geht schon länger, als ich dachte. Und dann muss ich einbrechen. Ich sehe gerade nur die Rohaufnahme. Nicht den Teil, wo ich die ganze Undertale, die Musik, die gespielt hast, heißt übrigens einfach Undertale. Den Teil, wo ich das gemacht habe, sehe ich jetzt noch gar nicht in der Aufnahme. Das mache ich nachträglich. Und da bin ich echt mal gespannt. Da werde ich euch auch einen schönen Remix von dem Undertale Soundtrack hinterlegen. Übrigens viel Spaß, den auf YouTube suchen. Weil man kann da ja nicht einfach Undertale eingeben. Als Hinweis, also ich glaube, wenn ihr den suchen wollt, es müsste Orchester Soundtrack, also OST, 71 sein. Wenn nicht, bitte nicht schlagen. Aber es ist schon ein cooler Soundtrack. Nochmal hier im Last Corridor gesaved. Sans ist inzwischen normalerweise weg. Hier geht's weiter. Der Thronsaal direkt über mir. Der Eingang dazu, noch ein Safe Point. Vorher hier unten. Särge. Mit Herzen, die Menschenseelen, die schon genommen wurden. Und hier der vordere Sarg. Ein Name ist eingraviert.
Günther. Er ist leer. Und es keine Musik spielt, erhöht die Spannung auch noch. Leute, ab geht's. Hallo. Dum-dum. Oh, is someone there? Just a moment. I have almost finished watering these flowers. Here we are. King Asker. Howdy, how can I? Oh. I so badly want to save. Would you like a cup of tea? Er würde mir gerne eine Tasse Tee anbieten. But you know how it is. Ja, ich weiß, wie es ist. Ich oder du, Menschen oder Monster. Nice day today, huh? Birds are singing, flowers are blooming. Perfect weather for a game of catch. Ja, perfektes Wetter für eine Runde fangen. You know what we must do. When you are ready, come into the next room. Das ist Asgore und man merkt, er ist selber nicht wirklich begeistert davon, dass wir kämpfen müssen. Er ist nicht so ein Arschloch, wie Toriel uns erzählt hat, aber das hat einen Grund. Denn wisst ihr, King Asgore wurde verlassen, nachdem er der gesamten Menschheit den Krieg erklärt hatte, als seine beiden Kinder gestorben sind. Seine Frau hat ihn verlassen, weil sie wollte das absolut nicht. Sie war absolut dagegen. Und ja, hier steht auch noch der nächste Thron. Und jetzt das Haus, das wir heute schon durchlaufen haben, wo die Undertale begonnen hat. Nun, wer kann eins und eins zusammenzählen, außer Marcel Davis? Und irgendwie glaube ich, ich habe gerade die Atmosphäre kaputt gemacht. Ja. How tense. Just think of it like a visit to the dentist. Ja, ich soll einfach darüber nachdenken, wie über einen Besuch beim Zahnarzt. Are you ready? If you are not, I understand. I'm not ready either. Ja, er ist auch nicht bereit, sagt er ja sogar. Aber es muss getan werden. The end. Es muss getan werden, Leute. Und zwar im nächsten Part. Wenn ihr gehypt auf den finalen Bosskampf gegen Asgore seid, die Undertale auch so geil findet wie ich, sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.